Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Kreativwirtschaftswebinar zum Thema Künstliche Intelligenz in der Architektur oder wie KI Gebäude plant. Das Kreativwirtschaftswebinar wird von uns, der Kreativwirtschaft Austria, gemeinsam mit der Außenwirtschaft Austria umgesetzt. Das ist die Exportagentur der Wirtschaftskammer Österreich und dadurch ermöglichen wir es immer wieder bei unseren Webinaren, internationale Kreativwirtschafts-Hotspots zu entdecken und zu präsentieren. Diesmal übertragen wir live aus Detroit. Mein Name ist Katrin Roseneder und ich bin Teil des Teams der Kreativwirtschaft Austria und freue mich, dass ich das Webinar heute moderieren darf. Erst vorgestern haben wir den neuen 8. österreichischen Kreativwirtschaftsbericht präsentiert, der den Fokus setzt auf die Internationalisierung der Kreativwirtschaft. Die Erkenntnisse zeigen, österreichische Kreativunternehmen sind schon jetzt international höchst erfolgreich. 7 von 10 Unternehmen sind im Export tätig. Und die Gründe, die sie dafür angeben, einerseits die Ausweitung des Absatzmarkts, die Steigerung der Bekanntheit und natürlich die Steigerung des Umsatzes. Aber abgesehen davon auch die Suche. Sie sind auf der Suche nach neuen Trends, Innovationen, neuen Produkten, Dienstleistungen, die sie noch nicht kennen, neuen Technologien, die sie sich als Early Adopter aneignen und dann aus dem Ausland mehr oder weniger nach Österreich importieren, hier für sich selbst, für ihr eigenes Unternehmen anwenden, aber auch durch Crossover-Effekte in die Wirtschaft transportieren, das heißt für ihre Kundinnen und Kunden, für deren Geschäftsmodelle einsetzen. Genau da setzt die Webinarreihe, die Kreativwirtschaftswebinare an. Wir möchten internationale Trends und Innovationen aus dem Ausland nach Österreich holen, besonders innovative Kreativwirtschaftsunternehmen eine Bühne bieten und ihnen so die Modelle vorstellen, die Geschäftsmodelle, deren Produkte und Dienstleistungen, sodass wir auch hier in Österreich davon lernen können und auch wirtschaftlich natürlich davon profitieren. Ja, und deswegen gehen wir gleich über zum heutigen Webinar. Der Ablauf gestaltet sich in etwas so, dass ganz am Anfang werde ich dann das Wort übergeben an Magdalena Suppan und Michael Friedl vom Außenwirtschaftscenter in New York. Sie werden uns einen kurzen Einblick geben in den Wirtschaftsmarkt USA, insbesondere hinsichtlich aktueller Entwicklungen im Bereich Architektur und künstliche Intelligenz. Direkt im Anschluss folgt dann der Keynote Speaker Matthias Del Campo. Er wird uns von künstlicher Intelligenz im Bereich Architektur berichten, sein Wissen an uns weitergeben und natürlich uns zeigen, wie er es in seinem Geschäftsmodell, in seinem Unternehmen einsetzt. Im Anschluss, das ist in circa einer halben Stunde, wird es dann eine Diskussionsrunde geben, wo wir Ihre Fragen gerne an die Sprecher stellen. Deswegen können Sie schon gerne jetzt in der Chatfunktion die Fragen stellen und wir freuen uns drauf. Ja, jetzt übergebe ich gleich das Wort. Magdalena, Michael, das Wort ist in New York. Ja, guten Morgen aus New York. Bevor es nach Detroit geht, sind wir noch einen Zwischenstopp hier in New York. Bei Ihnen ist es Nachmittag. Heute ist ein sehr wichtiger Tag in der US-Politik. Der Anwalt von Präsident Trump wird vor dem Kongress aussagen und Präsident Trump selbst trifft den nordkoreanischen Führer in Vietnam. Also sehr, sehr wichtig hier in der US-Politik, aber obwohl auch immer wieder mit kreativen Mitteln in der amerikanischen Politik gearbeitet wird, reden wir nicht über Politik, sondern eben über das angenehme Thema Kreativwirtschaft in den USA. Wir sind hier in New York. New York ist ein Zentrum der Kreativwirtschaft. 10% aller Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der Kreativwirtschaft sind hier in New York. 30% zum Beispiel allein aus dem Modebereich der gesamten USA sind hier in New York. Und sehr viele dieser Industrien sind in New York angesiedelt. Medien, Advertising, Interior Design, etc., die sich über die Architektur, die sich über die letzten Jahrzehnte, fast Jahrhunderte hier entwickelt haben. Ich möchte auch ein bisschen was zu den USA sagen und zu uns in den USA. Da haben wir eine kleine PowerPoint vorbereitet. Focus on Forward. Vielleicht das Wichtigste einmal im Schnelldurchlauf, damit Sie wissen, die USA, wie wichtig die USA auch für Österreich ist. Wir befinden uns hier in der größten Volkswirtschaft der Welt, 20 Billionen US-Dollar Volkswirtschaft, ein Technologie- und Innovationsführer. Und dieser Markt ist zum zweitwichtigsten Exportmarkt nach Deutschland für Österreich geworden. Wir haben sehr viele Niederlassungen in den USA, 700 österreichische Niederlassungen, davon auch einige hier in New York, gerade im Kreativwirtschaftsbereich. Und meine Kollegin wird dann ein bisschen näher darauf eingehen.
ein Handels- und Dienstleistungsvolumen von fast 20 Milliarden Euro mit sehr hohen Exporten und Importen. Wir haben also den höchsten Handelsbilanzüberschuss mit einem Land, ist mit den USA, und die Exporte und Importe sind auch sehr stark gestiegen im letzten und im vorletzten Jahr, und die Tendenz geht auch weiter in diesem Jahr. Wir, die Außenwirtschaft Austria, sind sozusagen Ihre Brücke in die USA mit 6 Standorten, die branchenmäßig aufgeteilt sind. Was machen wir? Wir bereiten Market Intelligence vor, also wirklich auch die Information für Ihren Markteinstieg, damit Sie wissen, zahlt es sich überhaupt aus, in den USA Geschäfte zu machen. Erleichtern den Markteintritt und begleiten Sie auch beim Markteintritt, stellen unser Kontaktnetzwerk zur Verfügung, machen Troubleshooting und sind auch neben einer Exportagentur oder Internationalisierungsagentur eine Innovationsagentur, machen also gemeinsam mit Universitäten wie MIT und Stanford auch einen Innovationstransfer nach Österreich. Diese Innovationscenter sind weltweit, 35 an der Zahl, New York ist eines davon, aus dem Netzwerk von insgesamt über 110 Standorten, die die Außenwirtschaft weltweit hat. Also die USA, wie schon gesagt, wir sind im größten Markt der Welt, in der größten Volkswirtschaft der Welt. Hier sehen Sie eine Landkarte von den einzelnen Bundesstaaten und des BIPs dieser Bundesstaaten verglichen mit Nationalstaaten. Also allein Kalifornien hat schon die Größe von Italien. Es macht also Sinn, sich in diesem größten Markt umzuschauen. Es sind auch die wirklich zum Teil größten Unternehmen hier und kapitalträchtigsten Unternehmen. Man sieht hier die Unternehmen pro Bundesstaat von der Marktkapitalisierung, zum Beispiel Apple in Kalifornien oder Nike in Oregon. Es ist aber auch ein Innovationsführer. Die Universitäten hier, mit zwei davon, wie gesagt, Stanford und MIT, hat die Wirtschaftskammer Österreich auch Abkommen, sind top weltweit. Und die innovativsten Unternehmen, 8 der 10 innovativsten Unternehmen, sind auch hier in den USA angesiedelt. Das heißt, es ist wirklich ein Markt, der viel verspricht, der vielleicht nicht immer alles hält, was er verspricht, aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich hier umzusehen, zu lernen von den USA und auch über uns, das Außenwirtschaftscenter New York, dieses Entree zu bekommen, um zu wissen, ob eine Geschäftstätigkeit sich auszahlt. Das ist der Wirtschaftsüberblick. Also ich möchte jetzt mit Zahlen nicht zu sehr langweilen, aber die Wirtschaft schaut sehr gut aus, hat natürlich sowohl positive als auch negative Seiten. Auf die können wir später mal im Detail eingehen, wenn Sie Fragen haben. Aber die Wirtschaft boomt. Und Österreich in den USA ist auch eine Erfolgsstory. Das sind die führenden österreichischen Exporteure. Auch die Hidden Champions, die vor allem im Konsumgüterbereich sehr stark vertreten sind, auch im Kreativbereich. Und was machen wir am Außenwirtschaftscenter New York? Also ein paar ausgewählte Veranstaltungen möchte ich Ihnen vorstellen. Im Detail dann auch die Kollegin Magdalena Suppan, Zukunftsreisen, Learning Trips, die wir machen, wie zu Future of Retail. Nächste Woche kommen Startups zu uns, machen ein Bootcamp. Im April machen wir etwas zu künstlicher Intelligenz im Gesundheitsbereich. Dann The Future of Museums, Cyber Security und natürlich mit MIT auch eine R&D-Konferenz. Konferenzen veranstalten wir auch in Wien und in New York. Ende März hoffe ich, Sie bei der MIT-Konferenz in Wien zu sehen, am 27. und 28. März. Es gibt einen Finanzgipfel dann hier in New York für den Investitionsstandort und Kapitalmarkt. Österreich hier in New York mit dem Bundesminister Löger und dem Gouverneur Nowotny und Bundesministerin Schramböck. Und wir machen Tech- und Innovationskonferenzen wie die Moving Forward Conference am 30. Mai hier in New York. Dazu kommt das Standardprogramm unter Anführungszeichen wie Messen, Österreich-Stände bei diversen Messen, hier ICFF, gerade im Kreativbereich, also Interior Design, aber auch die Fancy Food Show und Biopharma. Und wir haben auch eine ganzjährige Landing Zone für Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen in Boston und New York. Fragen dazu bitte gerne jederzeit an uns. Und ich darf gleich übergeben an meine Kollegin Magdalena Suppan, die ist unsere Branchenexpertin hier schon seit vielen Jahren für das Thema in Inneneinrichtung, Architektur, aber auch Lebensmittel, Konsumgüter und Getränke. Vielen Dank, lieber Michael. Mein Name ist Magdalena Suppan und wie gesagt, bin im Außenwirtschaftscenter New York zuständig und für die gesamten USA, unter anderem für Creative Industries. Teil davon sind natürlich auch Architektur, insbesondere Innenarchitektur und Möbel. Gern geben wir Ihnen dazu jetzt gleich einen kurzen Überblick und beginnen vielleicht mit ein paar spannenden Zahlen.
Zum Beispiel 2600 Büros, Architektur- und Ingenieurbüros gibt es in New York City derzeit. 2018 lag der Umsatz im Bereich Architektur in den USA bei etwa 46 Milliarden Dollar. Die Tendenz dabei ist immer noch steigend. 8,6% der Umsätze wurden dabei in Retail- und Restaurantprojekten erreicht. 10,5% der gesamten Architekturbüros US-weit haben ihre Niederlassungen im Bundesstaat New York. Vielleicht noch ein Honorar. 355,8 Millionen war das höchste Honorar für eine Projektbetreuung im Bereich Bürogebäude des Architekturbüros Gensler. Gensler ist auch gleich ein gutes Stichwort für die nächste Folie. Wir haben drei Architekturbüros mit Projekten in New York vorbereitet, die wir kurz vorstellen wollen, basierend auf einer vom US-Magazin Interior Design herausgegebenen Liste der Top 100 Giants im Architektur- und Interior Design-Bereich. Über Gensler haben wir bereits gesprochen. Die Top 100 Giants werden auch von Gensler angeführt. Gensler ist dabei die unangefochtene Nummer 1 auf der Liste, und zwar mit Design Fees, die sich auf rund 593 Millionen Dollar belaufen. Sie haben etwa 3.000 Mitarbeiter im Interior Design Bereich, das bei 3.500 Kunden, über 10.000 Projekten in über 2.500 Städten. Das aktuelle Großprojekt in New York ist der Tower Fifth. Es wird das zweitgrößte Gebäude, zweithöchste Gebäude in New York und in der westlichen Hemisphäre mit 1.556 Feet Höhe und verteilt auf 1,3 Millionen Square Feet Fläche. Nummer 2 auf der Liste ist Perkins & Will. Die haben ihren Sitz in Chicago. Weit abgeschlagen mit den Design Fees nach den Gensler mit nur 214 Millionen. Kürzlich abgeschlossenes Projekt in New York waren das New York City Police Department bzw. die Academy in Queens. Führt uns gleich zu einem dritten Architekturbüro mit Sitz in New York, nämlich der Rockwell Group auf der Liste Nummer 29 mit Design Fees von läppischen 41,4 Millionen. Aktuelles Projekt in New York, nämlich Teil des größten Projekts in New York in den Hudson Yards, inmitten den Hudson Yards derzeit. Und zwar ist das Projekt The Shed in Kollaboration mit Dillard's Cofidio und Renfro. Das ist ein Zentrum für Kunst und Kultur, das Anfang April eröffnen soll. Bleiben wir aber gleich auch noch in New York, und zwar bei den Hudson Yards, dem größten Bauprojekt New York Citys seit den Rockefellers. Hier ein paar Zahlen. Eine Million Square Feet ist die Fläche für Retail und Mixed Use Space, 8 Millionen Square Feet die Fläche für Commercial und Residential, etwa 6 Hektar stehen zur Verfügung für Gärten, Parks und öffentliche Plätze. Über 4.000 Wohneinheiten werden geschaffen. Derzeit arbeiten dort ca. 23.000 Mitarbeiter. So schauen die Hudson Yards aus. Was wird dort entstehen? Da haben wir bereits gesagt. Weitere Daten können wir Ihnen dann auch noch später zur Verfügung stellen. Das sind die Public Investments. Nachdem unsere Sprechzeit aber leider eh schon am Ende zugeht, werden wir jetzt einige Folien überspringen und vielleicht nur noch kurz auf unsere Creative Industries Veranstaltungen hinweisen. Besonders stolz sind wir auf eine neue Wirtschaftsmission, nämlich der Future of Museums and Art Institutions, die Ende April in New York stattfinden wird. Das ist die erste Reise einer ganzen Reihe von Veranstaltungen rund um das Thema Kunst und Kultur. Beginnen werden wir diese Reise und Reihe mit einem Fokus auf Innovationen in Bereichen Digitalisierung, gesellschaftliche Verantwortung und Ökonomisierung. Es sind dabei noch Plätze frei, also bitte gerne anmelden oder im persönlichen Netzwerk teilen. Damit gehen wir eigentlich schon gerne zurück nach Wien und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, super. Vielen Dank, Magdalena Suppan und Michael Friedl, für diesen Überblick über einerseits natürlich den Wirtschaftsmarkt und insbesondere runtergebrochen auf die Architektur. Danke auch für die Hinweise an die Veranstaltungen, die bei euch stattfinden und die Services, die ihr in New York auch für österreichische Unternehmen anbieten könnt. Wenn es Fragen dazu gibt, bitte im Chatverlauf formulieren. Wir werden sie dann wieder dazu holen bei der abschließenden Diskussionsrunde. Aber jetzt geht es schon gleich ins Thema, in den Bereich künstliche Intelligenz in der Architektur. Und zwar mit dem heutigen Keynote-Speaker Matthias Del Campo. Er hat gemeinsam mit Sandra Manninger das Architekturbüro Span Architecture gegründet
Und dabei sind Sie in der Anwendung von und Implementierung von fortgeschrittenen Technologien im Bereich Architektur einer der Vorreiter. SPAN hat gemeinsam mit Cetinolo 2010 bei der Expo in Shanghai den Österreich-Pavillon gestaltet und auch dieses Bauwerk, das ist noch heute eines der Pionierleistungen und als Beispiel für digitale Entwurfs- und Konstruktionsmethoden wird es noch hergenommen. Und Matthias ist auch jetzt Associate Professor am Taubman College an der University of Michigan für Architekturentwurf und forscht auch in der Grundlagenforschung für den Einsatz von Robotern in Bauprozessen und natürlich das heutige Thema künstliche Intelligenz als innovativer Entwurfsansatz. Und genau das macht er aber nicht nur in der Forschung, sondern wendet es auch gleich an, praktisch bei Bauprojekten in China und in den USA. Und wir freuen uns sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, uns jetzt heute in den nächsten 20 Minuten zu berichten, wie künstliche Intelligenz sein Unternehmen verändert hat, wie es zur Anwendung kommt in der Architektur. Und jetzt werde ich gleich die Sprache ändern auf Englisch, weil Matthias dann auf Englisch präsentieren wird. So, a very warm welcome to Matthias Del Campo, who will now explain or give us insight about his company, SPAN Architecture. We are very much looking forward to your input. The word is yours. Hello, everyone. Thanks for having me. I'm very happy that I have the opportunity to talk to you guys about artificial intelligence and architecture. I would love to first say thank you to Rianne Leunig for the generous invitation for today's webinar to discuss a little bit about the work that we do in our office, but also some of the research work that we do in general. So I hope you can see my slides now. So as briefly mentioned, SPAN was founded by Sandra Manninger and myself in 2003, basically as a basis of our research and practice in architecture. And we operate on a small level from Vienna now, but majorly from Shanghai and Detroit. The reason I came to Detroit was the opportunity of the University of Michigan that was offered to research about robotics in architecture, artificial intelligence, and a variety of new possibilities. But before we go into the depth of that, I would like to first quickly say, like, we have to figure out what is artificial intelligence in general. And I would like to offer a short definition that I found, which is in the field of computer science, artificial intelligence, sometimes called machine intelligence, is intelligence demonstrated by machines in contrast to the natural intelligence displayed by humans and other animals. Computer science defines AI research as the study of intelligent agents, any device that perceives its environment and takes actions that maximize its chance of successfully achieving its goal. So that actually already specifies some of the things that need to be done by an AI, which is, there are like three specific aspects to define what it can do. The first one is intentionality. So intentionality has to be given in order to react in some way in AIs that is based on real-time data, sensors, analysis, for example, the LiDAR, and I'm gonna talk about the LiDAR in a minute, then intelligence of in some way. So in, for this conversation, intelligent in the frame of machines and not humans, yeah? So the scope of AI is disputed, which also is interesting. As machines become increasingly capable, tasks considered as requiring intelligence are often removed from the definition. So that is known as the AI effect, leading to the quip in Tesla's theorem, AI is whatever hasn't been done yet. In fact, the more interesting part about that is why actually there was a desire to make machines more intelligent is a very simple one, because it's actually easier to teach a robot to learn rather than how to do things. And the next one is adaptability. So an intelligence has to be able to adapt itself to its environmental conditions. So basically that's also why there is like, so if there's unexpected disturbances, it has to be able to react in some way or the other. So this is a quick definition of what artificial intelligence basically entails. So again, why use an AI? Because it's easier to make machines learn than to teach them what to do. It's just a factor thing. And there is like two specific trajectories in that sort of application. So one is the generalized AI.
think about robots like Data in Star Trek or Agent Smith in The Matrix, right? They can do a lot of things. They recognize different conditions. Data can fulfill like pretty much every task that is thrown to him, either it's scientific or if it's about organizing or doing anything and behaving like a human on top of it. And the other one is applied AI. Now, the basic difference being that applied AI is an AI that only is focused on one specific problem. And that is the majority of the things that we're currently doing or in general are getting done in the research of artificial intelligence, because generalized AI is still way too much data and way too much to tackle for the computational power that we currently have. But the applied AIs already are working pretty well. You may be familiar with this image. When you fill out a check for the bank, you write your numbers inside the check, and actually a machine has to recognize which numbers they are. And for that, what is getting used is a so-called neural network. So the more numbers, so at the beginning, we have to teach, of course, the machine that any one of those weird doodles here is a number, and you have to specify which number is which doodle. And then the more of this data gets into the neural network, the more this is getting used, the better a machine can recognize which number that is. That's like one of the major and most simple applications of a part of artificial intelligence research into a very practical example. Now, the larger example currently, and of course, as I'm in Detroit, I have to talk about cars, is self-driving cars. They already have implemented a specific amount of artificial intelligence to be able to recognize specific situations. And I'm in the lucky situation that because we are in Detroit and because cars are a big thing here, we have one of the largest outdoor testing grounds for self-driving cars, which means also that the university here is one of the most interesting departments in terms of implementing artificial intelligence into machines. So, and also it's kind of a funny testing ground for architects. I mean, look at these facades without a building behind it. So this is the perfect Potemkin Dorf for robots, basically. But it's important to have these facades and all those things because we are training the robots to understand their environment. And environments are complex. They're not simple. Let me give you a very simple example here. When you're driving on the highway and you see an Autobahn shield, which is covered half by snow in winter, you as a human probably can still recognize what's written there because you can assume, because of the information you have, where you're going and so on, that that's what it's saying. That's not so easy for a machine. Check out all the sensors here on that car. So there's like a variety of things happening here in order so that the machine understands what's happening around it and what it's perceiving. And that's what it's actually seeing. Yeah, this is again what I was describing before, is the LiDAR, light in and ranging, which is basically a camera that recognizes distances and is able to respond to this information through a neural network within the car. I mean, these are artworks on its own, basically, sometimes. Actually, I like this one from, I think this one is from Miami. Okay, how do we use this sort of comment that I made now in architecture? One of the best known examples is, of course, the use of intelligent sensors like Nest, which actually learn your specific, ways of using a thermostat and temperature. But on top of it, it's actually starting to learn your whole behavior and whether you're present in the house or not present in the house, and responding to that in terms of reducing energy consumption. And it is doing that because it's connected to other devices, like for example, your mobile phone. So it actually knows when you're out of the house. Kind of creepy, but it works. Another thing is using LiDAR to scan construction sites. Why is this good? For a variety of reasons. Like number one, this sort of perception of a construction site can help understand if the planning that you made is actually really what is getting built. And we all know that mistakes in the construction site is what actually creates overcosts in construction. So the more we can reduce that amount of mistakes,
the more successful the construction site is going to be. In a further step, and that's what's currently getting researched, this sort of perception for construction sites will help construction robots to understand the environment and also respond immediately to an online model, for example, that is present of your project. A really interesting application is analyzing existing facades and then using AIs to generate new facades out of those systems. So again, remember that field with numbers that I showed at the beginning. This is basically a similar thing, just with a more complex image. So it's taking a lot of those images, and we're talking about thousands and thousands and thousands of images, and then it's able to basically generate out of that information new facades. Yeah. This is one example of it. You see the middle one is one of those thousands of images. The left image is what the AI is starting to read in terms of symmetry, distribution of windows, and so on. And the right image is the result. I'm not really convinced yet about that result, but I think that's an interesting moment that those things are getting possible. There is a company in Shenzhen called XCool that is actually applying a lot of that sort of information gathering. So we're talking big data here. So they're actually taking all this big data and are crunching that through a series of algorithms to generate architectural results. So they work pretty seriously on large scale investor projects now in China in optimizing, for example, the position of buildings, their rotation towards the sun, optimizing floor plans and lots of things. I'm not saying it generates really good architecture. That's still something that I think that is in development, but I think it's interesting that that's getting already applied and done. This is another result from XCool. And then there is, of course, a completely different field of architecture, but it's still thinking about architecture, which is gaming. So architects have been going into a variety of different fields. And we heard before, for example, fashion. Architects go into fashion, they go into gaming. And I can tell you also why that's happening. That's because of the last two generations' interest in computational tools and digital tools and how they can actually be applied in a variety of different fields. And we got a pretty good education in that, I hope at least. So this is, for example, one project by, or a game designed by Jose Sanchez, a dear friend of mine, who is at the very core, it might be similar to, or it has similarities to SimCity, but it's really using architectural problems to build those. So he made actually architecture a game, which I think is kind of interesting. There's another one. Now, because I heard that we have a lot of listeners that are not specifically from the architecture field, I would like to expand a little bit into AI and creativity in general, which is a very interesting problem. The question whether an AI can be creative, right? And what you see here is a screenshot from a conversation between two AIs, Bob and Alice, which were designed by Facebook, basically with the idea to discuss economical problems. And why did they want to do that? They wanted to do that so that an AI can actually make a phone call with a real customer, yeah, and the customer would be convinced that it's actually a person he's talking to, right? But in this case, they actually made two AIs discuss, and they let it run overnight. And the next day they came back and the AIs had developed their own language. So it was impossible for the scientists to actually understand what the AIs are talking about. This is for me like evidence for the possibility that AIs can be creative in that they can develop new things, like in this case, language. This is actually a term that I heard recently from one of our AI collaborators, which is the term machine hallucination or hallucinations in general. And I didn't understand it first, but it's actually pretty obvious term, which I think is also really beautiful, which is the ability of machines to hallucinate content. Yeah, and one of those examples is Google's Deep Dream. You might have seen this image before already. This is basically Van Gogh's self-portrait. And what we have here is a so-called generative adversarial network, which basically is trained
to recognize features of birds in an original image. So you give it an image, like in this case, the Van Gogh, and it's gonna start to see where do I hallucinate birds in that image, right? This is also one of the things that goes into creativity, is the idea of style transfer. Yeah, it has been used like almost like a toy, but I think we should take it a bit more serious because it opens up a lot of questions that has to do with creativity, but also just the views of art historians and the idea that style, the term style, is coming back because of the applications of artificial intelligence. Yeah. So basically what it does, it takes an original image, it takes a style, and then it converts it into like a rereading of the original with the style that is applied to it. Van Gogh seems to be really popular with this, all this sort of AI gaming stuff. So you take this image from the Netherlands, you apply the Van Gogh to it, and then you get a painting, so to speak, that is in the style of Van Gogh. Of course, you can go pretty extreme with this. I'm pretty sure this project here is also some sort of generative adversarial network. If you haven't heard about this, this painting was done by an AI and sold recently at Christie's for $500,000. So it seems like that the creativity of artificial intelligence is getting to a level where it's becoming really taken seriously, which is good and surprising and something we need to really discuss and analyze. I don't think it has been analyzed yet enough. We're just at the beginning of this development, in my opinion. For all of you who are interested in maybe delving into these possibilities, I would highly recommend to have a look into TensorFlow. That's the software that the majority of people are using to create. I don't want to call it an AI, but I would like to say that it is there to generate a variety of neural network applications, and that through combination of those, you can get to all the sort of results we've been talking about now. It works with Python scripting, and also if any one of you has never scripted and would like to get in there, there is something called Code Academy online. It's free, as is TensorFlow, by the way. And in Code Academy is a really good way to start learning about coding in general. It's not only applied in visual arts, it's also applied in literature, for example. So what you see here is to my knowledge, the first AI-generated poetry. So it's a poem generated by an artificial intelligence. And again, it's the same kind of approach. An AI reads through thousands and thousands of poems from our entire history, and then it gets trained to recognize specific features of a poem, like rhythm, language, meaning, like all those kind of things. And you create out of that a filter that at the end generates a result. I'm not sure, again, if this is good poetry or not. This is still a discussion that has to be done. And I'm not an illiterate, so I don't write much, so I cannot assess that. Same in music. And here I would like to finally show you one of the projects that we have done. This is our proposal for the Austrian Pavilion at the Dubai Expo 2020, where we used actually this generative adversarial networks to make a style transfer between a Baroque ceiling and a modern ceiling in Vienna, and use that as a result for this ceiling here in the pavilion. So we intentionally took parts of Austrian or Viennese history and mashed them up in a style transfer to talk about style and aesthetics and also atmospheres within a contemporary building. And within that building, we also created a concept that expanded on the idea of the use of artificial intelligence through the representation of culture. In this case, we had this chapel here, where we actually wanted to exhibit the autograph of Mozart's Requiem as a piece on display at the expo. But the idea was also at the same time to use an artificial intelligence that would take all the information from the Requiem and would start to generate new versions or different versions of that same music. So in a way, discussing again aspects of creativity, of agency, like is it human agency versus artificial agency? So because you have the human Mozart writing music,
in an AI who can take that music and regenerate that over and over again. So here we have the autograph. That would have been a wonderful thing. Unfortunately, it's not going to happen. And then, of course, the idea of style transfer in architecture and dev. I explained right now before the one example that we did for the Austrian Pavilion in Dubai. But let me show you a couple of examples of how that works. So taking, for example, the data information, databases about high-rise facades, then taking a super voluptuous Baroque interior and then combining those to generate a new output. So in fact, this is pretty much what we did also in the ceiling of the Austrian Pavilion for the Dubai Expo. Or another method of optimization with AIs is taking plans, like in this case, this plan from a school in Maine in the States. And then beneath that, you see a variety of versions that were developed by an AI based on the information from the top plan. Now, again, I'm not saying this is an example that shows us how important the criteria are when you are training an AI to do something. Because this example was only trained for distribution of space, optimized distribution of space and the length of ways and things like that. But for example, it was not trained to understand aspects of daylight. So suddenly we have rooms and classrooms in the middle of this building that have no daylight. So you see, AIs are only as intelligent as you program them to be. So when we translate that into 3D, we can also apply the same ideas of style transferring, not only in imagery, but in 3D models. And we've been working with our students here in Michigan primarily a lot in understanding how that can be applied to architecture design. For example, here, this styles, another style transfer from modern to Baroque, and then understanding how that actually turns into a 3D model that we can continue working on in terms of planning and fabrication, and making and building. And with this image, I would like to finish my presentation for now, and I hope we have a really great conversation coming up. So thank you very much for listening. Great. Thank you very much, Matthias, for giving us your insights about your company span and as well, of course, about your knowledge that you gained over the years. Thank you very much for taking the time to answer another question. We already got a lot of questions for you and also for New York. So I would ask you to come back. Please, Michael Friedl and Magdalena Suppan. But the first question is anyway for you, Matthias. As you mentioned before, AI can be creative. You have given a lot of examples about that. So what would you answer to a person, to a creative company coming up to you and asking you, so is AI actually taking my work? Must I be afraid about losing my job? No. Yeah, that's a question that comes up quite often. Actually, I think what we need to understand is that we as humans are sharing the stage now with another actor. So we still have our creativity, and we still can do things better than computers and machines, by the way. So it's not that it's going to be perfect. I rather see it as an opportunity to expand our abilities as creative persons. So instead of relying completely on what the AI is going to do, you have, of course, to train the AI to do things. AIs don't do anything on their own. Yeah, and you define the criteria that the AI is using to do anything. So in a way, the creativity is maybe shifting, it's maybe getting shared, yeah, but it's not disappearing from our field of humanity. It's a philosophical question, of course. And I also said before that an AI can only be as intelligent as what you input into that, yeah? Mm-hmm. Yeah, thank you. Just relating to your last sentence, that AI can only be as intelligent as you want it to be. So thinking in like 10 or 30 years from now, the sky's the limit, or how do you see the world? Has AI taken over? Well, I think there's like a very interesting conversation going on in the creative circles in the United States and also abroad, which is about the aspect of post-human society. Yeah.
And post-human society doesn't mean after humans. So it's not like the robots are going to kill us and we're gone. Yeah, it's more understanding that we as a central element, the anthropocentric system is basically being questioned. Yeah, and I think there's a very interesting possibility. I mean, I don't believe so much in this sort of dystopian science fiction thingy. I believe in science, and science basically is telling us that we are going to have the ability to understand our world better, understand the universe better, because we have AIs who help us understand enormous amounts of data. And that's where we're going to, I think. It's better for us. It's not that we're going to be obsolete. Mm-hmm. And you mentioned TensorFlow as one of the tools to start learning using AI. So we got a question from an Austrian architect asking, where shall I start if I really want to work with AI in my daily business? So what would be like the first step you would recommend him, or the steps he needs to take to be able to work with it? Yeah, so first of all, this whole field is pretty new. So I don't think there is like a specified course of using AI in architecture, maybe except of my course here, if you want to take that. Rather, I would say there's different ways to go. Like, one would be, first of all, starting to learn Python scripting. And it's a really straightforward scripting language. Yeah. So it's not that difficult to be learned. Once you have the basics of Python scripting, which is going to take you maybe 3 days to learn, you can go into TensorFlow and then start thinking about how to apply it to a specific problem in your architectural project. Like, for example, you want to optimize plants, or you want to optimize material consumption, or you want to optimize energy consumption. So these are very specific things that can be trained and that you get results of in terms of numbers, but maybe also drawings. Again, it depends on how you set it up. The other option would be, I know that a lot of architects are familiar with Rhino. That's another program. It's very common in architecture. Rhino has Grasshopper. That's a plugin. And that one has a couple of components that allow you to use specific aspects of artificial intelligence in your design process. And it doesn't need to be, you don't need to script for that. It's a visual scripting language. It's basically pieces that you put together with wires on the screen, and it's going to create something. So these are like two ways to go. I think that learning to script might become really necessary. And I also support totally the idea to start to teach children to script in school, because that's mm-hmm. going to be very important in the future for them. Thank you. We have one more question relating to that. So what? Who will have the rights for an artwork created with or by AR? Wow, AI. That's a good question. There we are with the problems of morality and ethics with about robots and AI. Honestly, I think that the copyright should be with the AI, because you're facilitating the process, but you're not making the result, right? So it's like asking, if you are a teacher and you have a pupil who wrote a fantastic book, do you have the copyright? No, right? Mm-hmm. Yeah. But as you mentioned, mostly it will be like a combination, AI working along with, for example, an architect. So how would you see that? How is that gonna work out in terms of rights? Yeah, what I was saying before about the whole rights situation is a political decision. I'm probably the wrong person to ask that. Okay. But actually, I think that because it's an ongoing process, and I think in 5 years or 10 years' time, we will come to the point where this has to be seriously discussed. Right now, because we are so early on in the process and a lot of the input is coming from humans, right now, I'm, of course, saying that it's rather on the side of the humans having that copyright. At some point, it's going to change. I'm pretty sure about that. Mm-hmm. And now one question going to New York. We got the question, what would you recommend a creative company who wants to export to the US? What would be their first steps, or how can they, or can you help them maybe exporting to the US? Michael Friedl, Magdalena Suppan, if you can answer that.
Es kommt immer ein bisschen darauf an, um welches Unternehmen es sich handelt. Man muss sich ein bisschen anschauen, was macht der Mitbewerb hier in den USA? Habe ich überhaupt die Kapazität in den USA, in die USA zu exportieren? Habe ich die nötigen finanziellen Mittel auch, um in die USA zu exportieren? Weil wir dürfen nicht vergessen, die USA sind einer der größten Märkte überhaupt. Das wird von vielen, die in die USA kommen wollen, unterschätzt. Was sind Marketing-Tools, die ich verwenden kann? Engagiere ich eine PR-Agentur vielleicht sogar? Aber das sind natürlich alles Dinge, die mit einer ziemlich großen, zeitlichen, intensiven Bearbeitungszeit mitkommen und auch mit einem großen Batzen Geld, den man eigentlich investieren muss, um überhaupt in den USA Fuß fassen zu wollen. Ist jetzt egal, ob es die Kreativwirtschaft ist, ob es Lebensmittel sind, Medizinprodukte oder andere Dinge. Und jetzt in Bezug auf Architektur, gibt es da irgendwelche besonderen Events, die man nicht auslassen darf zum Networken oder irgendwelche anderen Tipps, die man da berücksichtigt werden müssen? Natürlich das Über-Event überhaupt ist die ICFF, die, in, die Contemporary Furniture Fair in New York. Die stattfindet wieder im Mai, auch unter Beteiligung eines österreichischen Gruppenstands. Da geht es zwar nicht unbedingt um Architektur per se, eher um Interior Design und Möbel und Design im Speziellen, wo wir auch heuer wieder einen Austrian Pavilion haben werden, gemeinsam mit der Marion Czernotte von der Außenwirtschaft und diesmal sogar 14 Teilnehmer haben dabei. Also das ist etwas, wo man vielleicht einen ersten Schritt setzen kann, sich anschauen kann, was wird angeboten von anderen in den USA, was sind gerade Trends, die angeboten werden. Und komme ich mit Designern oder Buyers, Einkäufern in Kontakt und in Verbindung, kann ich bei Netzwerkveranstaltungen mitmachen. Also rund um die ICFF gibt es ein dickes, fettes Rahmenprogramm über 2 bis 3 Wochen, das man besuchen kann. Und vielleicht was noch wichtig ist als Ergänzung, wie die Magdalena gesagt hat, es ist ein riesengroßer Markt. Es gibt wirklich hunderte Veranstaltungen. Es gibt die Vereinigung der amerikanischen Architekten zum Beispiel, die Konferenzen haben. Es gibt in Chicago eine Messe zum Thema Büromöbel zum Beispiel und Büroausstattung. Es gibt also wirklich unterschiedliche Sachen. Kommen Sie mal zu uns, zum Außenwirtschaftszentrum New York, fragen Sie uns und wir geben Ihnen vielleicht die für Sie passende Veranstaltung bekannt, weil in diesem großen Markt, wenn man wirklich alle möglichen Kunden abklappern muss, müsste man wahrscheinlich Wochen oder Monate durch das ganze Land fahren. Und es gibt eben so Key-Events und Konferenzen, wo sich alle an einem Platz treffen. Und das ist halt so eine gute Möglichkeit, so einen ersten Einstieg zu machen und die richtigen Leute kennenzulernen. Und wichtig ist auch, ich glaube, der Amerikaner ist jetzt nicht so darauf bedacht, kommt das aus Salzburg, Shanghai oder Santiago de Chile. Es muss einfach Sinn machen, es muss Nutzen stiften und er muss überzeugt sein, dass dieses Produkt oder dieses kreative Produkt oder diese Leistung einfach besser ist als andere und dass sie ihm einen speziellen Vorteil verschaffen, sei es kostenmäßig oder sei es imagemäßig. Und dann kann man eigentlich von jedem Land aus reüssieren. Ja, super. Dann danke für die vielen Tipps und danke auch für das Angebot, dass der oder diejenige, die die Frage gestellt hat, sich direkt bei Ihnen wenden darf. Bitte nehmen Sie das in Anspruch. Wenden Sie sich an die Außenwirtschaft Austria, wenn Sie jetzt entweder durch das Webinar oder schon länger Lust haben, auch mal auf dem Markt tätig zu werden und zu exportieren. The next question will be back to Matthias. And the question is, what are some of the biggest creative pain points that AI could solve? What pain points? I guess maybe if it's an architect, he means that the work that creatives might not do as or don't like doing, work that AI could remove from their daily schedule so that they can maybe focus on their creative work again. Yeah, I'm sure that there's several that, I mean, the good thing about it, all this whole AI thing is that you can really train it to whatever you want. So it's an open field. So for example, if I say, okay, cost estimation, for example, is mm-hmm. quite a pain, yeah? And if you train an AI really to be able to search the entire internet for prices and you actually input some of the parts that you want to build, it's going to give you
I think probably a very close estimate to reality, and especially because you can make it to learn, right? So it's not just a static moment that he tells you that specific price. It can be completely evolving over time, even day by day basis, depending on the markets going up and down, the prices of materials going up and down, politic changes, and so on. So he actually can learn all of these kind of aspects that are, for example, influencing prices in architecture and give you a really interesting and close estimate to where you're going. That's number one. That's one example I could imagine, but mm-hmm. you can basically take that same approach for every part in architecture. Another one is, this is a critical example here because some people love to draw detail plans. I don't, yeah. So I would love to have an AI basically where it's like, here's my 3D model, give me some nice details, yeah. I think that's a more difficult thing to do, but it's possible, I think. Yeah. But it really depends what you don't like. I mean, there's some architects like to do that, like to draw like super detailed, fine plans of, yeah. Others don't. So, yeah. So the pain points might be different from architect to architect, or from creative business to creative business. But I guess you brought or gave us some good examples, and we can imagine now how AI might make our daily business easier, or could mm-hmm. make. We have got another question, maybe a bit philosophical. Matthias, can you still call works created by AI art? Oh, that's also a good one. I think yes. But I probably that would is a question that actually could fill an entire book. Thanks for the idea. Yeah. I have no idea how to answer that short. Okay, but then maybe we leave it out because we have got a lot of different questions left and we only have a couple of minutes. So I would just say, unfortunately, we have to take it as the last question. From a technological standpoint, what does it take to make AI mainstream? I think what I mentioned before might be the best way to go, which means teaching children in school already how to code. Yeah, it's going to become like learning English. Yeah, it's just another language. Yeah, but I think it's essential for children to understand it because once there is like an enough knowledge base in society of how this process actually works, it becomes a completely natural behavior to use coding and scripting to generate, for example, artificial intelligence applications that you might use on a day-to-day basis. Mm-hmm. Okay, then we have one more question left. I guess we have like 2 minutes to answer that one. Matthias, you already had many exhibitions in art institutions around the world. In which fields can AI be used in cultural institutions? Also a good question. One of the great things about artificial intelligence is the ability to handle big data. Yeah, and if you look into art institutions, one of their main tasks is to preserve art and catalog art and research art. That's like their main business. The exhibitions is a side thing, right? So this the three scientific cores of art institutions is where I think AI can be enormously powerful because they can start comparing their collection with every collection in the world, for example, can catalog things much more extensively, can identify things better. Like let's say somebody brings in a painting that no one has seen before, there's no signature, and an AI can actually figure out through understanding the style and the way how it's painted, which painter it could be based on thousands of images that it actually compared it to. Yeah. And that's something that an AI can do, for example, much better than an art historian. Yeah. Yeah. Thank you very much. Unfortunately, the time is nearly over and we're at the end of our discussion round. Thank you, Matthias. Thank you, Michael and Magdalena, for taking the time to answer the questions and, of course, for being here today with us at the webinar. Thank you. I will now switch back to German for some last informations. So thank you again for being here with us today. Thanks for the invitation. Ja, wir hoffen, dass Sie von der Geschichte, von den Inputs von Matthias Del Campo und seinem Unternehmen Span Architecture
inspiriert wurden, dass sie sich selbst etwas mitnehmen können von dem Thema künstliche Intelligenz. Vielleicht wurden sie auch inspiriert dazu, selbst ein bisschen ihr Unternehmen nochmal, ihr Geschäftsmodell zu überdenken, wie sie es für sich oder für das ihrer Kundinnen und Kunden einsetzen können. Wenn Sie noch weitere Informationen benötigen oder sonst sich in Österreich vernetzen wollen oder international, wenn Sie Services benötigen, dann wenden Sie sich bitte an uns. Wir sind die richtige Stelle, wir sind dafür da, Ihnen weiterzuhelfen. Wir als Kreativwirtschaft Austria bieten nicht nur die Webinare an, sondern auch zum Beispiel unsere Kreativwirtschaftshandbücher zu unterschiedlichen Themen, wie eben zum Beispiel Copyright in Kooperationen. Müssen wir noch ergänzen, wahrscheinlich um das Kapitel, wie schaut das dann in Zukunft mit AI aus? Aber diese Handbücher sind kostenfrei zum Download verfügbar auf unserer Website als eines unserer weiteren Services. Wir haben auch eine Veranstaltung am 8. April in Wien zum Thema Risikokapital. Wo kommt die Kohle her? Ist sicher auch für viele interessant, gerade wenn es jetzt vielleicht darum geht, zusätzliche Investitionen im Bereich künstliche Intelligenz vielleicht zu tätigen. Wir freuen uns, wenn Sie uns in Wien besuchen oder bei einem unserer lokalen Netzwerktreffen in ganz Österreich. Wird auch wieder online live übertragen. Aber das sind nur einige unserer zusätzlichen Services. Schauen Sie einfach vorbei auf kreativwirtschaft.at oder auf unserer Facebook-Seite Kreativwirtschaft Austria. Wir freuen uns, wenn Sie uns kontaktieren und stehen Ihnen gerne zur Seite. An der Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken bei der Außenwirtschaft Austria, die uns bei den Webinaren so tatkräftig unterstützen, als Trend- und Innovationsscout weltweit unterwegs sind und Ihnen, wie schon erwähnt, behilflich sein können, wenn Sie zum Beispiel in einen Markt exportieren möchten, den Sie noch nicht kennen, Kooperationspartner im Ausland suchen. Dann kontaktieren Sie bitte die Außenwirtschaft Austria. Sie hilft Ihnen gerne weiter in Wien und auch weltweit. Ja, und wenn Sie auch in Zukunft sich weiter inspirieren lassen möchten von internationalen Trends, dann merken Sie sich gleich den nächsten Termin bitte vor. Der 2. April zwischen 11 und 12 Uhr findet das nächste Kreativwirtschaftswebinar statt. Dann wird es sein live aus Singapur und Manila zum Thema Content und Influencer Marketing. Der Anmelde-Link wird dann ausgeschickt, so in circa einer Woche, wenn wir Ihnen die Nachlese zu unserem Kreativwirtschaftswebinar, zum heutigen Webinar, mit der Videoaufzeichnung zuschicken. Und in dem Sinne freue ich mich sehr, dass Sie alle mit dabei waren. Danke für die zahlreichen Fragen und bis zum nächsten Mal.